Was Timo Amoruso hier macht, grenzt an ein Wunder. Trotz Querschnittslähmung steigt er auf sein Pferd Paolo. Seine Ärzte hielten das für unmöglich. Für mich auf dem Pferd zu sitzen ist Freiheit, ganz klar, beweglich zu sein, frei zu sein, aber auch die ultimative Verbindung vom Pferd zu mir. Der 39-Jährige aus Stockstadt arbeitet als Pferdemediator. Gemeinsam mit seiner Frau Gloria hat er einen Hof in Biebesheim. Er hat eine ganz eigene Art entwickelt, mit Pferden zu kommunizieren. Nicht durch körperliche Kraft, sondern durch mentale Stärke. Pferde haben nie Rücksicht auf mich genommen, sondern mich immer gefordert bis aufs Letzte. Also ich habe manchmal auch Blut und Wasser geschwitzt. Und wenn du über Bewegung nichts mehr kompensieren kannst, musst du von innen raus Kraft entwickeln. Als Kind träumt Timo davon, Springreiter zu werden. Doch mit 16 ändert sich sein Leben dramatisch. Er hat einen Unfall mit dem Motorroller, ist vom Brustbein abwärts gelähmt. Doch Timo gibt nicht auf. Er schafft es, wieder aufs Pferd zu steigen. 4 Jahre später stürzt er und überlebt nur knapp. Ich hatte Tage und Nächte, da hatte ich keine Kraft mehr aufzustehen morgens. Und ich habe nachts gebetet, habe gesagt, Herrgott, lass mich doch einfach krepieren. Es ist jetzt genug. Ich konnte manchmal nicht mehr. Es ist die Liebe zu seinen Pferden. Sie helfen ihm, am Leben festzuhalten. Er lernt die Tiere zu lesen, zu verstehen, wie sie denken. Alma. Alma. Calma, das italienische Wort für ruhig. Paolo legt sich ohne Hilfsmittel hin, ein enormer Vertrauensbeweis. Timo schafft es, den Fluchtinstinkt seines Pferdes zu kontrollieren, ohne Zwang. Ich habe ganz oft an mir gezweifelt, ganz klar, natürlich. Aber Erfolg gibt recht. Snoopy zum Beispiel ist ein panisches Pferd. Hey. Der Grund, ein zu stark ausgeprägter Instinkt. Timo arbeitet mit psychologischen Methoden, um auch das rationale Denken der Pferde zu trainieren. Nach nur 15 Minuten hat Snoopy gelernt, dass ihm keine Gefahr droht und seinen Instinkt unter Kontrolle. Ich glaube, wenn man so die letzten 25 Jahre Revue passieren lässt, gibt das, dass ich heute Pferdetrainer bin oder Pferdemediator genau genommen. Dadurch, dass ich das bin, war kein Tiefschlag umsonst. Es hatte alles seinen Sinn. Seine vermeintliche Schwäche hat ihn stärker denn je gemacht. Eine Erkenntnis, die er an Mensch und Tier weitergibt. Denn zum Aufgeben ist es zu spät. Davon ist Timo Amoruso fest überzeugt. Du musst nur durchhalten. Du schaffst alles, was du willst im Leben. Du musst nur dranbleiben. Das ist alles. Das ist das Geheimnis von Erfolg.